Hallo zusammen, hier ist Sabine von sabineskartendesign.de. Heute möchte ich ja mal mit euch eine Windradbox bzw. Windradkarte basteln. Einmal habe ich schon mal eine Box, ist schon ein bisschen länger her, man sieht es am Designerpapier, das ist vom letzten Jahr. Ich finde die aber immer wieder gut, weil die sehr schnell gemacht ist und einfach verschlossen, weil man es ineinander reinsteckt. Man braucht keine Banderole, man braucht kein Band, man braucht keine Magneten oder sonst irgendwas. Und wenn man es als Schachtel macht, dann kann man auch relativ viel verstauen. Wir werden aber uns heute um die Karte annehmen. Ich finde es auch schön, weil die dann ein bisschen so einen gewölbten Eindruck macht, also auch nicht so flach daherkommt. Und die kann man dann eben aufmachen. Und dann kann man da ein kleines Dankeschön oder herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oder wir machen jetzt dann noch die größere Variation. Da kann man dann bestimmt auch eine Gutscheinkarte reintun. Wie gesagt, verschlossen wird es relativ einfach. Das erkläre ich euch dann nochmal hier reingesteckt. Und dann ist es zu. Man kann das natürlich dann auch noch verzieren. Aber heute geht es mir mal nur um die Technik. Gut. Ich nehme von unserem... momentan haben wir ja Celebration-Zeit. Das wisst ihr bestimmt. Falls ihr es noch nicht wisst, in der Zeit vom Januar bis Dezember... Nein, von Januar bis März, Entschuldigung, 2019 gibt es die Celebration und da bekommt ihr pro 60 Euro Bestellwert Gratisprodukte dazu. Also das heißt, ihr könnt euch ab 60 Euro ein Gratisprodukt aussuchen. Zum Beispiel hier diese Schmetterlingsakzente oder hier dieses Schmetterlingspapier, Designerpapier, mit dem ich heute auch arbeiten werde. Was zum Kolorieren hier, was Landschaftliches, ein schönes Glanzpapier in Grapefruit oder in Kussrot, das ist wirklich irre. Der Froschstempel habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gesehen, hier so kleine Texte, also da kann man sich einiges aussuchen. Wer diese Broschüre noch braucht, der meldet sich einfach bei mir auf www.sabineskartendesign.de und dann schicke ich die euch natürlich zu. Passend dazu gibt es auch dann den Frühjahr-Sommer-Katalog mit im Paket. Gut, jetzt zurück zur Windradkarte. Also wie gesagt, ich nehme dieses DSP oder Designerpapier aus der Celebration. Ich finde es ganz schön, vor allen Dingen, weil es auch mal hinten wieder schwarz-weiß ist. Das finde ich, kann man viel mit anfangen, weil es doch irgendwann was anderes ist. Und zwar brauchen wir zuallererst ein Papier mit der Größe 8 Zoll, 8 Inch, Entschuldigung. Das gibt es leider nur in Inch, aber wenn ihr den das Schneidebrett von Stampin' Up, also von uns habt, dann ist das ja kein Problem, weil da ja Inch und Zentimeter gleichermaßen drauf sind. Gut, 8 Inch habe ich rausgeschnitten. Dann nehmen wir unser Envelope Punch Board. Wer ein Falzbrett daheim hat, wo diagonale Linien ziehen kann, der kann natürlich auch das nehmen. Das habe ich jetzt aber in dem Fall nicht. Und angelegt wird es bei 3 3/8 Inch. Inch ist da oben. 3, 1, 4, 1 Achtel, 1 Viertel, 3 Achtel, 1 3 Achtel Inch. Und dann tut sie aber nur falzen, nicht punchen, sonst irgendwas. Und dann auch nicht hier an der Falzlinie anlegen, sondern wir brauchen das ja im Quadrat sozusagen. Wieder bei 3 Achtel. 3 3 Achtel anlegen. Die nächste Seite bei 3 3 Achtel anlegen. Und die nächste Seite bei 3 3 Achtel, dass ihr alle vier Seiten gefalzt habt. Ich hoffe, man sieht es jetzt einigermaßen, die Falz. Hier. Und da entstehen dann so Dreiecke, da wo sich die Linien überschneiden. Diese Dreiecke müssen wir dann später rausschneiden, aber zuerst müssen wir nochmal unser Schneidbrett nehmen und legen das Ganze an. Ich schneide jetzt einmal die Dreiecke vielleicht doch zuerst aus, damit es für euch besser erkennbar ist.
sehe ich auch schon. Da habe ich schlechtes Papier genommen zum Demonstrieren. Sehe ich schon. Aber ich denke, ihr versteht es und seht es dann auch, wenn ihr das macht. Also da, wo die Linien sich im Endeffekt überkreuzen, diese Dreiecke schneidet ihr raus. Gut. Dann falzen wir mal alles nach, dass wir die ein bisschen besser sehen. Also ihr seht, die ist jetzt ein bisschen gut größer und da passt auf jeden Fall, irgendwo habe ich doch gerade eine gehabt, ja, passt auf jeden Fall rein. Könnt ihr also damit verstecken und sogar noch oben einen Gruß drauf schreiben. Perfekt. Gut. Jetzt ist so, dass ich möchte, dass das außen ist, also innen ist. Und das dann so reingefalten wird. Das heißt, normalerweise habt ihr die, sind die jetzt, muss man sich, also legt ihr jetzt an und müsst dann, das wird ja, wie ihr das seht, da so reingefalten. Und diese Falz ziehen wir jetzt. Und die müsst ihr bei, warte jetzt einmal, muss ich kurz überlegen, was war denn das? 1 Inch. Da habe ich, was habe ich denn da gehabt? Ja, bei 1 Inch. Und zwar will ich das ja so reingefalten haben. So. Das heißt, ich muss die Falzlinie, ihr legt es an der Geraden und müsst nur bis zu der Ecke falzen. Deswegen habe ich jetzt ausgeschnitten, dann sieht man es ein bisschen besser. Wenn ihr das nicht ausschneidet, müsst ihr euch halt die Stelle merken. Genau. So. 1 Inch. Einmal gefaltet. Dann einmal drehen, wieder alle 4 Seiten. Na, ihr habt ja auch die Angabe mit 1 Inch. Aber da könnt ihr nochmal kontrollieren. Und die letzte noch. Ein Inch. Genau, dann können wir das auch schon weglesen. Und dann haben wir es eigentlich sind wir schon fast fertig. Also ihr seht, es geht echt ratzfatz. Ihr nehmt es jetzt und faltet es einmal um. Wenn ihr Falzbein habt, dann tut ihr das nochmal nachziehen, damit es eine richtig schöne Kante gibt. Und jetzt seht ihr das Prinzip eigentlich schon. Genau. Jetzt könnt ihr es auch umdrehen. So. Jetzt, nachdem wir ja innen drin ein wenig was machen wollen, tue ich da jetzt noch einen flüsterweißen Farbkarton rein. Muss ich mal schauen, jetzt habe ich die Maße nicht auswendig im Kopf, aber das ist ja kein Problem. Messen wir nach. Da haben wir 10,5 machen wir. Haben wir wieder unser. Das langt natürlich 10. Ja, das ist jetzt der Rest, den nehmen wir. Dann mache ich jetzt 10 auf 10. Ihr könnt es dann 10,5 auf 10,5 machen. Nicht erschrecken, gell? Die, wo schon öfters ein Video von mir angeschaut haben, die wissen das, dass ich das Schneidbrett andersrum habe, weil ich Linkshänder bin. Gut. Aber dadurch, dass ja die Maßeinheiten oben wie unten stehen, ist es für beide gut verwendbar. Ich tue mal ein Tombow drauf. Ihr könnt natürlich auch ein Snail nehmen, Kleberoller, was ihr wollt. So, das könnt ihr jetzt wie gesagt da unten dann die Karte zum Beispiel rein machen oder ihr verziert es einfach, für was ihr es auch braucht. Ich lasse jetzt einmal offen, dann kann ich
Das machen wir. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch aus der SAP-Zeit einen Frosch mit Nei stempeln oder einen von diesen SAP Celebration Stempelset. Schön, dass du da bist. Frühlingsduft liegt in der Luft oder du bist herzlich eingeladen. Man kann auch so zum Beispiel eine schöne Einladung machen, finde ich auch einmal eine tolle Idee. Jetzt noch kurz zur Falttechnik. Also ihr legt es im Endeffekt so ineinander, dass ihr diese gepunktete Linien gut seht. Wenn ihr das so reinlegt, dann funktioniert es nicht. Habe ich schon probiert. Also wie gesagt, ihr müsst es so hinlegen, dass man die gepunkteten oder die geknickten Falz Linie Umschlag gut sieht. Und die letzte nehmt ihr dann, kommt hier in diese vorletzte rein. Also das heißt, ihr nehmt das so und nehmt die hier und steckt die da so rein. Das geht ganz gut. So, und schon ist es fertig. Und das ist die ganze Windradkarte. Jetzt könnt ihr es außen noch verzieren, wobei ich jetzt in dem Fall finde, das Designerpapier spricht für sich. Man kann jetzt da noch mal einen kleinen Kreis ausstanzen und noch was draufschreiben, nur für dich oder wie auch immer. Ich denke, da fällt jedem ein bisschen was ein und das muss ja auch jeder individuell für sich entscheiden. Gut, das war eine kurze Erklärung. Wem das Video gefallen hat, da freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch oder über ein Abo. Und in diesem Sinne, wenn irgendwelche Fragen sind oder ihr vielleicht doch noch eine Anleitung per Papier haben wolltet oder halt auf dem Papier, dann schreibt es mir eine kurze E-Mail. Den Kontakt findet ihr auf meiner Homepage www.sabineskartendesign.de und dann schicke ich die euch natürlich gerne zu. In diesem Sinne, viel Spaß. Tschüss!